Ja, das ist das Intro, das es in den kommenden Tagen wieder täglich zu sehen geben wird. Und damit willkommen zum vierten Jahr des Bachmann-Preis-Podcast des Literaturcafé.de. Mein Name ist Wolfgang Tischer und ich werde in den nächsten Tagen wieder direkt aus Klagenfurt in einem täglichen Videopodcast vom Bachmann-Preis berichten, der 39. Ausgabe der Tage der deutschsprachigen Literatur. Und wer tatsächlich nicht wissen sollte, was der Bachmann-Preis ist, dem sei es nochmal erklärt. Der Bachmann-Preis ist eigentlich der bekannteste deutschsprachige Literaturwettbewerb und Literaturpreis. Er wird in Klagenfurt am Wörthersee vergeben und verliehen. Er ist mit 20.000 Euro dotiert und es gibt nicht nur diesen Preis, sondern wenn man so will, auch noch einen zweiten, dritten und vierten Platz, den Kehlag-Preis, den BKS-Preis und so weiter, den Dreisat-Preis. Also da wird einiges vergeben, auch an Preisgeld. Und das Besondere ist, dass es eigentlich ein sehr transparenter Preis ist. Sieben Juroren haben je zwei Autorinnen und Autoren eingeladen zu diesem Wettbewerb. Es lesen also insgesamt 14 Autorinnen und Autoren, in diesem Jahr die Mehrzahl tatsächlich Autorinnen. Sie präsentieren einen noch nicht veröffentlichten Text, den sie live vor Publikum lesen und anschließend stimmen die Jurorinnen und Juroren ab. Die Lesung passiert am Donnerstag, dem 2. Juli, am Freitag, dem 3. und am Samstag, den 4. Juli und am 5. Juli, dann am Sonntag, ist die Abstimmung der Juroren und die Preisvergabe. Das Ganze, wie gesagt, sehr transparent auch vor Publikum. Es gibt keine geheimen oder nicht öffentlichen Jury-Sitzungen. Und das ist das nach wie vor sehr Erfreuliche. Der komplette Preis, also die Lesungen, werden auch in diesem Jahr wieder von Dreisat im Fernsehen übertragen. Wer es nicht vor Ort sein kann, kann sich das, so sie oder er tagsüber natürlich Zeit hat, direkt live auch im Fernsehen auf Dreisat anschauen. Insofern erfreulicherweise hier keine Änderung in diesem Jahr, was die Dauer des Wettbewerbs angeht. Klar, jedes Jahr wechseln die Schriftstellerinnen und Schriftsteller, aber einen Wechsel gibt es in diesem Jahr ja auch in der Jury. Der Juryvorsitzende, der langjährige Burkhard Spinnen, ist ja im letzten Jahr zurückgetreten. Er sagte, er will jetzt Platz machen für einen neuen Vorsitzenden. Und es schien eigentlich im letzten Jahr so, dass es keine geeignetere für diesen Posten gibt als Daniela Striegel. Die Literaturkritikerin war ja auch bei einer Abstimmung des Literaturcafé die beliebteste Jurorin geworden und auch aus anderen Gründen. Sie ist natürlich, finde ich, eine sehr kompetente Kritikerin, die sehr sach- und fachkundig ihr Urteil auch bewertet und begründet. Aber darüber hinaus ist sie natürlich auch Österreicherin. Das hätte natürlich auch dem Wettbewerb gut getan, wenn an der Spitze der Jury eine Österreicherin gesessen wäre. Und natürlich nicht zuletzt hätte auch der Wechsel, dass mal eine Frau dort an der Spitze ist, dem Ganzen, finde ich, sehr gut getan. Und das schien eigentlich auch so eine ausgemachte Sache zu sein, dass Daniela Striegel dieses Amt übernimmt. Sie wäre auch dazu bereit gewesen. Nur dann ist plötzlich verkündet worden, dass Hubert Winkels der neue Juryvorsitzende ist. Warum und wieso das plötzlich so erfolgte, war nicht ganz klar. Es gab da ein bisschen Aufruhr, es gab auch eine Petition im Web. Viele Leute haben sich natürlich für Daniela Striegel stark gemacht, konnten es nicht verstehen, warum es plötzlich Hubert Winkels geworden ist. Sei es drum. Das Ergebnis war verständlicherweise, dass Daniela Striegel gesagt hatte, dass sie dann nicht mehr bei der Jury mitmachen möchte. Und nun gibt es also insgesamt drei neue Namen und Hubert Winkels ist der neue Juryvorsitzende. Hubert Winkels ja auch schon viele Jahre mit dabei in der Jury. Warum und wieso? Naja, vielleicht kriegen wir es vor Ort raus, mal sehen, welche Stimmen wir da einfangen können. Mich wird unterstützen in diesem Jahr, und da freue ich mich auch besonders drauf, Doris Brockmann.
Doris Brockmann war ja schon in einer Folge im letzten Jahr zu sehen, und Doris Brockmann schreibt ja auch schon seit längerem immer eine Kurzkritik zu den Videoporträts der Kandidatinnen und Kandidaten, die es ja auch schon jetzt online im Netz gibt. Das kann man also schon mal auf literaturcafé.de nachlesen und welche Autoren auch dabei sind. In diesem Jahr, wie ich finde, ein sehr starker Jahrgang, beziehungsweise ein Jahrgang auch mit sehr viel bekannten Namen. Also lassen Sie sich überraschen. Es gibt nämlich, das muss man auch immer wieder dazu sagen, bei diesem Wettbewerb eigentlich so gut wie keine Einschränkungen. Natürlich muss der Text auf Deutsch sein, natürlich muss der Text eine gewisse Länge haben, und der Text, den die Autorin und der Autor vorstellt, darf vorher nicht veröffentlicht sein. Nur den Jurymitgliedern sind die Texte im Vorfeld bekannt. Aber dem Fernsehpublikum und auch dem Publikum vor Ort werden die Texte eben direkt in den nächsten Tagen vorgestellt. Also das ist eine Bedingung. Aber ansonsten gibt es keine Einschränkung, also keine Alterseinschränkung und auch keinerlei Einschränkung, ob es nun ein bekannter Autor oder eine bekannte Autorin ist oder ein totaler Newcomer. Da wird immer wieder diskutiert, weil das falsch verstanden wird. Also da gibt es überhaupt keinerlei Regelungen, was dies betrifft. Also man darf gespannt sein. Ich werde mich jetzt auf den Weg nach Klagenfurt machen, und die nächste Folge wird dann direkt von dort kommen. Mitnehmen werde ich zwei Bücher, die ich in der nächsten Folge dann morgen vorstellen werde, die natürlich einen Bezug zum Wettbewerb haben. Das ist zum einen das Buch Irma von Tex Rubinowitz, der natürlich im letzten Jahr den mit 20.000 Euro dotierten Preis gewonnen hat, und der aus der Geschichte, die er letztes Jahr gelesen hat, nun einen kompletten Roman gemacht hat. Es gab ja schon einige Bücher, zum Beispiel Reisebeschreibung von ihm im Rowohlt Verlag, und jetzt gibt es Irma. Also hier neu von Tex Rubinowitz. Dazu werde ich in der nächsten Folge was sagen, und ein zweites Buch habe ich mir noch rausgegriffen. Auch das hat einen Bezug zum letzten Jahr. Das ist von Michael Fehr, Semmeliberg. Auch dieser Text, also aus dem Textausschnitt, den er letztes Jahr gelesen hat, entstand jetzt dieses Buch. Sehr schönes, leinengebundenes. Michael Fehr fiel ja im letzten Jahr auf, weil der Autor nahezu blind ist, und sein Vortragsstil war etwas anders als sonst. Er konnte seinen Text nicht lesen und hat ihn quasi parallel gehört, während er ihn dann gesprochen hat. Also sein Werk Semmeliberg liegt jetzt vor, und diese beiden Bücher werde ich also, dazu werde ich in der nächsten Podcast-Folge etwas sagen, ob es sich lohnt, sie zu lesen. Also, ich freue mich auf, ja, wie es ausschaut, sehr sonnige Tage in Klagenfurt. Die Eröffnung am Mittwochabend. Wie immer gibt es die Rede zur Literatur. Und ja, auch ein bisschen politischer Wechsel in Klagenfurt. Es gibt eine neue Bürgermeisterin, Sparkurs ist angesagt. Es soll also nicht mehr ganz so das Riesenbuffet am Eröffnungsabend geben. Dagegen ist eigentlich nichts einzuwenden. Also mal sehen, welche Veränderungen es sonst noch geben wird. Seien Sie gespannt. Auf literaturcafé.de wird es täglich die Podcast-Folgen geben. Und natürlich auch direkt auf YouTube. Und auch der Perlentaucher hat gesagt, dass er die Folgen featuren will. Also insofern sehen wir uns in der nächsten Folge dann direkt aus Klagenfurt. Und bis dahin sage ich Tschüss.